Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist ja Thompson. Servus. Und das Chaos. Was hoppst du gerade nicht vor mir? Hallo. Rum. So. Und wir beide sind sogar zu hören. AKKK, Kiste. Gut. Okay, ja, nee, das ist natürlich wichtig, dass ihr zu hören seid. Das stimmt natürlich auffällig. Weil, wenn ihr es nicht wärt, wäre es traurig und langweilig. Und das wollen wir ja nicht, dass es hier traurig und langweilig wird. Nicht wahr? Ja. Ich glaube, da muss ich gleich noch mit der Kettensäge nochmal ran. Ich forsche noch ein bisschen bei der Mom. Warum das? Ja, warum nicht? Bei der Mom will er forschen. Okay. So, ich sammle jetzt die Sachen eben für den Space Elevator. Nur noch. Bau eine neue Fernproduktion. Also Beton. Wo baust denn du die hin? Hier, nehmt die andere. Soll ich das genauso gespiegelt machen? Kannst du dich noch daran erinnern, was ich erzählt habe, in welche Richtung die Betonproduktion sich erweitern soll? Danke. Ach. Meinst du, warum ich jetzt gerade hier überall Platten hinlege? Zum Spaß? Natürlich. Oh, jetzt muss ich da mal einmal mit der Säge dazwischen oder wächst das da durch? Ach, das wächst da durch. Lustiges Gerüst. Ja. Naja. Geh da mal einmal mit der Kettensäge ran. Ich glaube, als nächstes werde ich dann. Kannst du mal, danke, dieses Zauber hier von mir wegmachen? Ich werde dann Kohle und Quarz suchen. Das finde ich nicht mehr. Ich nehme weg hier das lustige Gerüst. Bau mal die Platte weg, vielleicht geht's dann. Sehr stabil. Ich krieg keine Umrandung. Wenn ich keine Umrandung krieg, kann ich nicht. Bau mal wieder eine Platte hin und ich schau, ob man trotzdem was hinbauen kann. Trotzdem Teil. Ja. Oh, dann ist das scheißegal. Und es hat auch keine Collision. Dann sieht's halt einfach nur doof aus. Können wir schon Rotoren herstellen? Ich denke nicht. Automatisiert? Noch nicht. Okay, aber mit der Hand schon. Ja. Was haben wir schon erforscht? Rotoren, ja? Ich glaub schon. Und Channel. Weiß nicht, wenn du das kannst, ja. Schnecken scannen. Können wir noch Schnecken scannen? Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Schneck, Schneck. Ah, ich brauch Wires. Brauch ich mehr. Okay. Ja, vielleicht es hat nicht viel gekostet, deshalb habe ich gedacht. Noch produziert sie alles. Haben wir eigentlich schon diese Elevator-Förderbänder? Ja. Okay. Das ist schon ganz gut. Jetzt muss ich Wires holen. Wire, wire. Oh, why, oh, why. Brauche ich für einen Rotor? Schrauben. Oh, die Wire-Kiste ist hier schon voll. Passt. Ja, das ist doch schon mal schön. Hier beim Assembler gibt's Schrauben, da wo ich gerade bin. Ja, hast du schon gesehen. Die Kettensäge dann. Hol ich die Crafting Bench kann die auch überhitzen. Ja.
Ja, es dauert halt bei einigen Sachen sehr lang. Genau, das weil das immer röter geworden ist. Ja, das passt schon. Seit wann kann man den Farm steigern? Was? Die Sättigung wird höher. Nein, es hat halt ausgeschaut, als würde es glühen. Ja, lass doch glühen. Gibt es irgendwo Rohre? Wie Rohre? Vor der Schraubenproduktion. Ja. Die Produktion hier ist aber fast leer. Ja, das lag daran, dass wir irgendwie so ein Problem hatten mit dem Eisenerz vor nicht allzu langer Zeit. Ah, ja, die Produktion geht wieder? Ja, ja, das funktioniert jetzt wieder. Okay. Da geht jetzt einiges. Kaum zu glauben, aber da geht jetzt einiges. So, dann brauche ich hier Organisation. Da Container. Ich hier mal erstmal einen irgendwo hin. Guck erstmal da rein, wann das. So. Der ist ja auch ziemlich voll. So, meine Lieben, wie war eure Woche? Ja, ganz gut. Bisschen stressig, aber sonst gut. Bisschen stressig, aber sonst ganz gut. Oh, hier hängt irgendwas. Sie ist nicht gut, wenn da einer hängt. Da geht ein Kupfer nicht durch den Verteiler durch. Thompson? Oh, jetzt. Ja. Welches Kupfer geht hier wohl nicht durch den Verteiler durch? Okay, nein, das hängt bei mir noch, dann ist das ein Grafikglitch. Bei mir geht jetzt wieder Kupfer durch. Ja, bei mir ist ein Erz gehangen. Achso. So. War das ein Grafikglitch? Das ist möglich. Das Spiel ist nicht perfekt, dann hier an allen Ecken und Enden. Ja, aber es läuft eigentlich gut und stabil. Das stimmt. Aber es ist noch nicht perfekt. Also ja. Sind sie noch am Arbeiten, ist ja alles nur Early Access. Wehe dem, du räumst jetzt da die Kiste voll. Gerade dabei den Container herzuräumen hier. Mit Kupfer. Was? Naja, weil Thompson da gerade an dem Kupfercontainer dran vorbeigelaufen ist. Nee, ich hol Stein. Alles klar. Hallo Lizard Doggo. Ja, aber wir haben immer noch nicht so eine. Toolbelt has been expanded. Player upgraded. Das ist schön. Der Toolbelt, ach, jetzt haben wir drei Plätze da unten drin, okay. Mhm. Super Sahasani. Ich muss ein paar Nüsse essen. Mir zu viele Kupferkabeln geholt. Dann trage ich wieder ein paar zurück. Boah. Kannst du auch vercraften. Das sind die To-Do-Listen ganz praktisch. Das Forschen? Auch? Ja, ich hatte es aber gerade schon am Forschen. Und forschen? Ich dachte, ich forsche es gerade noch nicht und habe die Rezepte dafür geholt, dass ich es als nächstes forschen kann. Da hilft mir eine To-Do-List auch nicht. So. Ah ja. Den Scan kann man aber nicht abbrechen, wenn man ihn einmal versehentlich gestartet hat, oder? Welchen Scan? Nein. Oder kannst du ein anderes Material scannen? Aber er verschwindet dann eh nach kurzer Zeit. Deinem Radar. Im Radar? Achso. Die Richtung 670 Meter.
Bin wieder auf Forschungsreisen. Ja, viel Erfolg und nicht zu oft sterben. Ich halte mich von Radium fern. Ich habe übrigens gelesen, wenn man es nicht abbaut, strahlt es nicht so stark und man stirbt nicht so schnell dran. Ach ja. Aber man kann nicht dran sterben, wenn man es nicht abbaut. Ja, das ist doch. Na dann. Eine Aussage. Wir müssen halt jetzt das eine uranverseuchte Gebiet meiden, aber ansonsten. Was für ein uranverseuchtes Gebiet? Das, was du da verseucht hast, oder? Ja, wo meine Kiste liegt. Achso. Na gut. Mit dem Scan findet man nur die großen Quellen, oder? Ja, also nicht nur keine Sachen, die herumliegen. Bei einer Anhäufung. Hast du noch irgendwo 25 Schwefel? Ja. Oh, da haben wir da auch noch, dann kann ich doch das erforschen. Oh je, ich glaub. Ach, hier ist gerade was im Gange. Ah, mir. Ich glaub, die Produktion hier überlastet das Netz nicht. Ich glaube, ich muss gleich wieder Kapazität erhöhen. Wir sind bei 113 Megawattstunden. Okay. Dann müssen wir bald mal die Produktion von Strom. Ja, einfach noch einen Generator dazustellen. Naja, wenn etwas. Aber der Rohstoff wird irgendwann dann nicht mehr in ausreichender Menge produziert. Wenn. Ja. Etwas 51 Meter entfernt ist und nur Berge vor dir sind. Oh, da musst du einen Bohrer rausholen. Den großen. Limestone brauchen wir nicht mehr. Limestone? Haben wir. Limestone. Aber zusätzliche Produktionen sind auch nie verkehrt. Kannst du es ruhig markieren, wenn du Beacons dabei hast? Nein, das war nur so ein kleines Vorkommen. Achso. Achso. Ich habe eins von diesen Pilzpflanzen gefunden. Pilze suchen wir nicht, Beeren. Ja, aber diesen Bacon-Ding, das brauchen wir auch zu forschen. Ja, da habe ich hier erst 8 Stück oder 9 Stück noch nicht gesehen. Okay. Ich fülle mal unsere Energieversorger auf. Stell vielleicht einen neuen daneben. Ah, da den noch recht viele hier. Ich glaube, an diese Quelle komme ich nicht ran. Kannst du ja Foundation oder so mitnehmen? Diese Arsch weit oben. Okay. Da laufe ich lieber 600 Meter weiter. Nun ja. Haben wir eigentlich neue Blätter oder so, die wir verarbeiten können? Das sind Puzzle Miner. Nicht mehr als das, was in den Kisten liegt, in der Nähe von dem. Von der, da ist Holz. Und Blätter. Also, wenn es geht, Chaos, dann Blätter sammeln. Ich bin gerade in der Wüste. Ja, da gibt's halt auch Sträucher und so. Da gibt's Strolche. Oh, Katzen greifen mich an. Bright Katzen. Hey, hey, hey. Erledigt. Hat er die Katzen einfach mal erledigt? Ich hab so eine Work in Progress Sphere aufgenommen. Ah ja. So schön geleuchtet. Und Bacon-Pflanzen. Habt ihr eigentlich die Demo der neuen Unreal Engine gesehen? Nee.
Unreal Engine 5? Nein. Ich muss sagen, war schon sehr beeindruckend, was die da in der Tech-Demo gezeigt haben. Und angeblich ist das alles auf einer PS5 gelaufen. Mhm. Was ist das? Ah, Kupfer. Was ist das? Kupfer. Kupfer ist auch wichtig. Ein wichtiger Rohstoff. Ja, aber keine kleine Quelle. So, wir haben jetzt 160 Megawatt standen. Schön. Und verbrauchen tun wir derzeit 67, 68. Noch recht wenig. Läuft nicht alles? Ja, wahrscheinlich. Tom ist alle. Ach ja, kommt kein Eisen mehr an. Wo? Achso, da. Bei der ja. Schraubenproduktion oder so. Ja, ich bring mal Eisen vorbei. Noch eine Eisenquelle suchen? Nein, wir haben genug Eisenquellen. Ah, warte, dann laufe ich mal hin bei der Kiste, die eh voll ist. Ich bringe Eisen vorbei. Ja. Hören mir doch zu, wenn ich nichts sage. Eigentlich soll die Eisenproduktion hier unten ja eigentlich auch verschwinden, oder? Nein, gut. Ja. Nur wir brauchen viele Ressourcen. Ja. Was für ein Kakadu. Oder ein Dodo. Das war unser letztes Weibchen. Es ist was, ne? Was? Wo das letzte Weibchen der Dodos in so ein Geysir reingefallen ist. Es ist war schon lustig. Es ist schon lustig, ja. Ice Age war lustig. Ice Age war komisch lustig. Hm, da war so ein, wieder so ein Pupsgebiet. Ein Pupsgebiet? Da habe ich mich durchgedamaged boostet. Einfach Nüsse gegessen, während ich durchgerannt bin. Ah ja. So macht man das also heutzutage. Wollen wir da von den beiden Eisenminern, es gibt da noch einen dritten, ein zweites Förderband, also einen zweiten Stock machen? Können wir das schon? Dieser Deckable Conveyor Pole. Weil wir kriegen über dieses Förderband nur 60 pro Minute. Guck mal hier. Wo bist du? Hier, wo die Wände stehen. Hier. Andere Seite. 180 Grad. Ja, warte. Was ist denn nun wieder? Hat kaputt gegangen? Bringt da nur was rüber. Achso. Hä? Ah. Ich weiß nicht, die Gegner-Sync ist auch noch nicht perfekt. Ja, da machst du schon, der glitscht bei mir auch ein bisschen herum. Ich stehe gerade. Ja, vorhin bist du irgendwie gegen die Wand gelaufen und das, was du gebaut hast, war komplett nicht dort, wo du warst. Kommst du jetzt nochmal her, oder? Ja, warte. So.
Weil diese Feuerbälle von diesen Viechern, die bleiben bei mir in der Luft hängen. Und die Viecher kommen von woanders. Dann. Hä? Gerade warst du noch vor mir. Ja? Dieses Baumenü irgendwann verstehe, dann kann ich damit auch arbeiten. Das mit ich auf der Platte hier. So, das ist deine Eingangskiste für die Kupferproduktion. Dahinter baust du Kupferveredelung. Was Veredelung? Kupfer, Erz, dass Kupferplatten ja rauskommen und dann hinten so ein paar Dings und Bums und hast du nicht gesehen. So. Gut. Nur eine? Ja, so dass du. Eine Eingangskiste? Du kriegst jetzt hier erstmal eine Eingangskiste. Du kannst auch gerne eine zweite haben, wenn du möchtest. Aber momentan habe ich hier erstmal nur ein Förderband, was der mit, dich mit Kupfer versorgt. So. Du kannst so viel bauen, dass du zwei Erzminen quasi damit betreuen kannst. Da brauchst du wahrscheinlich eine zweite Eingangskiste und die kannst du dir ja dann auch hinstellen und da hinten siehst du ja, wo das Kupfer herkommt. Brauchen wir rosane Schnecken noch? Ja. Alle. Jegliche Form von Schnecken ist immer gern gesehen. So, die Foundations brauchen Concrete. Ja. Und da war ein Storage Container als Treppe bauen. Das geht auch. Ja. Weil Concrete hatte ich keinen mit. So, warte mal, wenn du da so weit baust, dann brauchst du jetzt nur noch. Weil die brauchen jeweils 30 pro Minute und das geht sich mit einer Kiste eben aus. Hä? Ich bin jetzt in einem Wald. Eine Wand, zweite Wand. So, dann gibt das nämlich. Das hier, Gang dazwischen, da ist die Produktion wieder. Wand, Wand. Müsste hier noch eine Eingangskiste kommen. Organisation, Eingangskiste. So. So, gut. Das müsste doch platztechnisch denn genau reichen, ne? Wenn ich da jetzt die nächste Eingangskiste, dann ist hier zwischen den beiden Fabriken eine Platte frei und dann hast du wieder so ein Komplex, wo du Kupfer machst, ne? Ja. Gut. Wunderbar, dann habe ich ja hier noch ordentlich zu tun, dass ich das Eisen sinnvoll da hochkriege. Muss ich das ein bisschen drehen, damit das noch einigermaßen passt hier alles. Na ja, gut, okay. So, gut. Aber die Folge ist am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn wir hier weiterbauen. Wir müssen ja noch nach oben. Müssen wir auch noch irgendwann kommen in die nächste Etage. Dann können wir vielleicht den Dings einfach oben drüber stellen. Den Lift erstmal. Schutztechnisch gesehen. Na gut, egal. Bei uns waren Thompson und Chaos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Servus. Tschüss.